الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. Geehrte Geschwister, und was lässt dich wissen, was der Tag der Abrechnung ist? Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, gewiss das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. An dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben stillt. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Und du siehst die Menschen betrunken, obwohl sie nicht betrunken sind, aber die Strafe Allahs ist streng. Geehrte Geschwister, wahrlich, der Glaube an den letzten Tag gehört zu den gewaltigsten Angelegenheiten, womit die Gesandten gekommen sind. Und wegen ihrer Angelegenheit sind die Bücher herabgekommen. So gibt es kein Prophet, außer dass er seine Gemeinschaft daran erinnert hat. Es ist einer der sechs Säulen des Imans. Und wegen der Gewaltigkeit dieses Tages vermehrte Allah subhanahu wa ta'ala von dessen Erwähnung im gewaltigen Koran und verdeutlicht seine Zustände und schrecklichen Ereignisse. Und er warnte subhanahu wa ta'ala vor dessen Vergessen und Nachlässigkeit gegenüber und befahl seine Diener, sich darauf vorzubereiten. Er bezeichnete es im Koran mit vielen Namen: Tag der fällig werdenden, die die Herzen zum Schlagen bringt, die Auferstehung, Tag der Abrechnung, Tag der Trennung, Tag der Übervorteilung. Ein Tag, wo Allah darin die Ersten und Letzten versammeln wird. Wenn man sich das vergegenwärtigt, leben zurzeit auf dieser Erde mehrere Millionen von Abermillionen von Menschen. Vor uns haben Milliarden von Menschen gelebt, die bereits gestorben sind. Und Allahu a'lam, wie viele Menschen noch leben werden. Von Beginn von Adams Erschaffung alayhi salam bis zum letzten Menschen. Diese Anzahl an Menschen, gewaltige Anzahl an Menschen, wird Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel Israfil mit einem Hornstoß anbefehlen. Und alle Menschen kommen mit einem einzigen Hornstoß aus ihren Gräbern heraus. Was ist das für eine Macht von Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, ein Tag, wo Allah darin die Ersten und Letzten versammeln wird. Darin werden sich die Bewohner des Himmels und der Erden treffen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist ein Tag, zu dem die Menschen versammelt werden. Und das ist ein Tag, an dem sie alle anwesend sein werden. O ihr Gläubigen, wenn der Tag der Auferstehung mit der Erlaubnis Allahs Azza wa Jal eintrifft, befiehlt er Israfil ins Horn das erste Mal zu blasen. Dann wird jeder in den Himmel und der Erde zusammenbrechen und vernichtet. Und es wird nichts übrig bleiben, außer Allah subhanahu wa ta'ala, der König der Könige. Er subhanahu wa ta'ala sagt, alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Dann wird er befehlen, dass es regnet und die Menschen entspringen aus ihren Gräbern, wie die Pflanze hervorsprießt. Und Israfil, alayhi salam, wird ein zweites Mal ins Horn blasen. Das Blasen der Rückkehr und Versammlung, so werden die Seelen in ihre Körper zurückgebracht und die Gräber aufgespalten. Allah Azza wa Jal sagt, und es wird ins Horn geblasen und da bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah Azza wa Jal will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin. So kommen die Menschen, geehrte Geschwister, aus ihren Gräbern heraus, wie verteilte Motten, die zur Erde der Versammlung gebracht werden. Eine Erde, die weiß ist und ins Rötliche neigt. Allah Ta'ala sagt über ihre Beschreibung, worauf du weder eine Vertiefung noch eine Erhebung siehst. Die Menschen werden darin barfüßig, nackt und unbeschnitten versammelt, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam verdeutlicht hat. Geschwister im Islam, auf der Erde der Versammlung versammelt sich die gesamte Schöpfung. So nährt sich die Sonne, bis sie eine Meile von ihnen entfernt ist.
Und die Menschen werden entsprechend ihrer Taten im Schweiß baden. Und die Menschen werden entsprechend ihrer Taten im Schweiß baden. So wird ein Teil von den Menschen der Schweiß bis zu ihrem Knöchel reichen. Andere bis zum Knie und andere bis zum Oberkörper. Und andere werden von ihrem Schweiß vollständig bedeckt. Wal'iyadu billah. An einem Tag, dessen Maß 50.000 Jahre entspricht, so werden einige Menschen zu den Gesandten und den Propheten flüchten, damit sie für sie Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala einlegen. Und von diesen Gesandten, zu denen sie kommen, gehören die Propheten, die Gesandten, die fünf, die Entschlossenheit besaßen, Ulul Azam, diejenigen, die Entschlossenheit besaßen. Und aber sie werden dann sagen, beziehungsweise sich entschuldigen, dass sie diese Fürsprache nicht umsetzen können, und sie werden sich an ihre Fehler im Diesseits erinnern, die sie gemacht haben. Bis sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich bin dafür geeignet. Wie es in Sahih al-Bukhari und der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bis er sagt, sallallahu alaihi wasallam, berichtend über Allah azza wa jal, er wird sagen, das heißt Allah, O Muhammad, erhebe deinen Kopf und sprich, dann wirst du erhört. Und bitte, dann wird dir gegeben. Und bitte um Fürsprache, dann wird die Fürsprache gewährt. Dann sage ich, das heißt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O mein Herr, meine Umma, an einem Tag mit diesen schrecklichen Ereignissen erinnert sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an seine Gemeinschaft. Wo jeder sagen wird, ich, Nafsi, sogar die gewaltigsten Propheten und Gesandten werden sich entschuldigen und werden sich an ihre Fehler erinnern, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagen wird, meine Gemeinschaft. Daraufhin wird Allah Ta'ala mit dem entscheidenden Urteil urteilen, und er kommt entsprechend seiner Majestät subhanahu wa ta'ala, die er selbst bestätigt hat über sich selbst, in Schattendächern von Wolken, und die edlen Engel kommen in Reihen aneinandergereiht und unterwerfen vor dem König aller Geschöpfe und die Hölle. Die Hölle, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, wird herangezogen von 70.000 Zügeln. An jedem Zügel befinden sich 70.000 Engel. Allahu Akbar. Was für ein Geschöpf ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat? Wenn wir diese Beschreibungen hören von den Geschöpfen und zusammenbrechen und uns Gedanken machen vor der Gewaltigkeit dieser Schöpfung, wie ist dann die Gewaltigkeit des Schöpfers, der diese Geschöpfe erschaffen hat? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, keineswegs, wenn die Erde eingeebnet wird, ja platt eingeebnet wird und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle. An jenem Tag wird der Mensch bedenken, wie soll ihm dann die Selbstbesinnung nützen? Und das Erste, womit zwischen den Menschen gerichtet wird, ist das vergossene Blut zwischen den Menschen. Und jeder, der ein Unrecht gegenüber den Dienern hat, so werden sie von seinem Lohn, von seinen guten Taten es sich nehmen, entsprechend seiner Ungerechtigkeit ihnen gegenüber. Und wenn er keinen Lohn mehr hat, keine Hasanat mehr hat, dann wird von ihren Sünden genommen und auf ihn gelegt, wie es in der Nachricht von ihm, sallallahu alaihi wasallam, in Sahih al-Bukhari vorkommt. Diener Allahs, die Diener, und damit beenden wir, werden vor ihrem Herrn vorgeführt. Auf der Erde der Versammlung, nichts von ihnen wird verborgen bleiben. Nichts. Nicht deine engsten Geheimnisse, noch deine geheimsten Gespräche werden vor Allah subhanahu wa ta'ala verborgen bleiben. So ruft er jeden Menschen und er wird sagen, lies dein Buch, du selbst genügst heute als Abrechner über dich. So steht er allein und für sich selbst streitet mit voller Schwäche vor dem König. Allah Azza wa Jal sagt, am Tag, da jede Seele kommt und für sich selbst streitet und jeder Seele in vollem Maße zukommen wird, was sie getan hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. In den beiden Sahihain sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen von euch,
Also das heißt von uns. Es gibt keinen von euch, außer dass sein Herr mit ihm sprechen wird. Wobei zwischen ihm, das heißt diesem Diener, und zwischen seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala kein Übersetzer vorhanden sein wird. Weil an diesem Tag, bei diesem Gespräch, brauchst du keinen Übersetzer. Er wird rechts von sich schauen und er sieht nur das, was er vorausgeeilt hat. Und er sieht links von sich und er sieht nur das, was er vorausgeeilt hat. Das heißt von den Taten. Und er sieht vor, er schaut, was vor ihm ist. Und dann sieht er vor sich nur das Höllenfeuer, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Und dann beendet der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem goldenen Ratschlag: So fürchtet das Feuer auch mit der Hälfte einer Dattel, auch mit einem guten Wort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tage der Auferstehung mit seiner vollsten Barmherzigkeit empfängt. Und dass er uns in das Paradies eingehen lässt, ohne Abrechnung und ohne Strafe. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين